Videos. Was machst du denn da? Jetzt kann ich den Becher umdrehen. Das kann mehr sein. Das ist mir irgendwie viel zu blöd. Ey, wohin? Ich wollte das. Ey, jetzt verpiss du dich doch mal. Ich habe mir fast keine Sinn. Ich kann doch nicht sagen Left, dann sag ich schon unten. Hallo, Pech, Buschan. Heute möchten wir euch das Experiment der gedeckelte Becher vorstellen. Hallo, Klasse. Nein, nein. Hallo, Klasse. Lady! Heute möchten wir euch das Experiment der gedeckelte Becher vorstellen. Jetzt hör auf zu lachen, du Wichser! Heute möchten wir euch das Experiment der gedeckelte Becher. Hallo Herr Pech, Duscher. Heute stellen wir euch das Experiment der gedeckelte Becher vor. Wir sind... Heute stellen wir euch das Experiment... Nein, ich hab's vergessen. Zusätzlich zum Kapillareffekt gibt es noch andere physikalische Phänomene, die dazu beitragen, dass der Becher, dass der Deckel am Becher hält. Nochmal. Es gibt auch noch einen äußeren Luftdruck, der den Becher, der das Becher, fuck. Zusätzlich zum Kapillareffekt, den Pascal gerade erklärt hat, gibt es noch einige andere physikalische Phänomene, die erklären, warum der Becher am Deckel haftet. Aufgestiegen sind. Dieser Unterdruck zieht den Becher an. Ja, Nein, jetzt weiß ich nicht. Das warum hat keiner von euch Idioten die Packe daraus?